Hallo Leute, heute ist der 23.04.2020 und ich begrüße euch wieder auf meinem Kanal. Ich habe heute den Tag mit Sonja verbracht. Wir haben nicht viel gemacht, außer geredet, Kaffee getrunken, geraucht, gegessen und so weiter. Aber es war ganz nett. Wir hatten uns mehr zu sagen als die letzten Male. In der Früh bin ich nicht gut aufgestanden, weil ich von Sammy geträumt habe, von den ersten Tagen mit ihm. Und es tut mir wieder sehr weh, dass er es ihn nicht mehr gibt und es macht mich sehr traurig. Aber es wird leichter. Ich habe auch mit Kerstin und Christoph telefoniert. Christoph hat richtig viel zu tun, weil momentan alle Therapieunterstützung suchen, die in Wohnungen leben und es auch zu Sachen kommt, die nicht so positiv sind, wie häusliche Gewalt und so. Aber das habe ich auch schon von meinem Vater gehört. Und Christoph glaubt, dass der Rückzug der Maßnahmen jetzt schon langsam gut ist und dass die Ansteckungsrate nicht steigt, weil bei den Leuten das jetzt im Kopf drin ist, dass man Abstand hält und es, solange Maskenpflicht ist, die Ansteckung halt eben nicht steigt und die Leute weiter aufpassen. Und die, die jetzt dumm sind, sind sowieso immer dumm und passen nicht auf. Mein Bruder gehört da auch dazu. Er geht nicht mit Mundschutz einkaufen, bestellt seine Lebensmittel im Internet und weil er sich weigert, Mundschutz zu tragen. Und er ist einfach nur genervt von der ganzen Situation und ist auch ständig bei Freunden. Aber ja, das ist seine Sache. Mit Kerstin habe ich auch geredet. Die ist da ein bisschen vorsichtiger und glaubt schon, dass die Ansteckungsrate wieder steigt, wenn die Schulen aufgesperrt werden und so. Das ist auch meine Annahme und die Annahme der meisten. Christoph steht mit seiner Meinung da ziemlich alleine da, aber es kann ja sein, dass er recht hat. Aber er hat auf jeden Fall recht, dass die Menschen jetzt verinnerlicht haben, dass man Abstand halten muss und dass man Mundschutz tragen soll und dass man sich nicht draußen frei bewegt ohne Mundschutz und dass man keine Hände gibt und so. Und da hat er sicher recht und dass jetzt viele die Therapie suchen, weil es teilweise zu Trennungen kommt, wenn ein Paar nicht beruflich, also nicht mehr berufstätig ist, weil sie den Job verloren haben oder Familienväter den Job verloren haben und sich dann die Frauen scheiden lassen oder so. Ist irgendwie kein Wunder, aber traurig halt für die, die überbleiben. Aber das ist, also die Scheidungsrate wird wieder steigen. Aber auch viele, die jetzt heiraten wollen, können nicht heiraten, weil die Versammlungsverbote sind und keine Feiern veranstaltet werden dürfen, selbst im kleinen Rahmen nicht, bis 30 Leute. Und alles darüber ist auch verboten. Und jetzt sind schon viele Hochzeiten bis im September raus verschoben. Und im September gibt es zu wenig Wochenendtermine für Hochzeiten. Deswegen wird es da eng.
Mir geht's heute so mittelmäßig. Ich bin ziemlich müde wieder. Ich werde ab morgen wieder nur 75 Milligramm Effektin nehmen, weil mir aufgefallen ist, dass ich seit der Steigerung vom Effektin so extrem müde bin. Und jetzt möchte ich es wieder mit weniger versuchen. Obwohl das natürlich wieder Depressionen schürt, aber stimmungsmäßig ging es mir außer zum Tod des Hundes nie so schlecht, dass ich die Erhöhung gebraucht hätte. Deswegen reduziere ich es jetzt wieder. Ich habe mir zwar vorgenommen, dass ich noch 2 Wochen die erhöhte Dosis nehme, aber das halte ich nicht durch mit der Müdigkeit, weil ich die ganze Zeit nur schlafen könnte und nie ausgeschlafen bin. Ich werde jetzt auch Supradyn nehmen, damit ich Vitamin B zu mir nehme, weil das sonst so Appetit anregt, ist halt nur in kleiner Dosis, damit ich nicht noch mehr zunehme und damit die Nerven gestärkt werden, das Nervenkostüm und so. Und es sind auch noch andere Spurenelemente drin, die das Nervenkostüm stärken und das wird mir ganz gut tun. Ja, sonst gibt's nicht viel Neues. Ich habe Sonja ein paar Schuhe verkauft. Ich möchte ja meine Schuhe aussortieren, weil ich zu viele habe. Und sie dann verkaufen auf Kleiderkreisel. Da werde ich euch den Link, sobald ich es online habe, reinsetzen. Oder noch ein extra Video dazu machen. Das sind alles 38er Schuhe. Und ich trage aber mittlerweile 39,5. Und weil mein Fußbett breiter geworden ist, seit ich keine orthopädischen Einlagen mehr trage. Und das müssen wir morgen aussortieren. Morgen wird mein Schminktisch weitergemacht, die Fräsungen und der Glaseinbau und Lackieren. Lackieren wird ein paar Tage dauern, aber bis Mittwoch ist er hoffentlich fertig. Ja, das war so ziemlich alles, was ich euch heute erzählen kann. Wir haben wieder viel über den Glauben diskutiert und das hat mich irgendwie sehr aufgewühlt, aber es geht jetzt wieder und ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht dazu. Wenn ich mit Sonja darüber spreche, weil ich ja nicht wirklich gläubig bin und sie aber schon sehr. Und ja, das ist halt ein großer Unterschied zwischen uns. Und ich glaube zum Beispiel nicht an die Hölle. Und sie aber schon. Und da haben wir irgendwie darüber gesprochen, wer kommt in den Himmel und wer in die Hölle und wer entscheidet das. Und das hat mich sehr aufgewühlt. Und auch über die Seelen und so weiter haben wir gesprochen. Und ja, sowas beschäftigt mich dann immer ewig. Aber es war zumindest ein bisschen forderndes Gespräch. Und das ist es mit Sonja eigentlich immer. Und mein Hirn hat dann genug zu tun. Und ist nicht ständig am Grübeln. Nachher schon, aber währenddessen nicht. Aber ja, das war jetzt im Großen und Ganzen alles. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend, wann immer ihr das Video seht.
Ciao, Arines.